Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute haben wir wieder einen Zuschauerwunsch, der schon etwas länger her liegt. Aber ich arbeite hier irgendwann immer so gut wie alles ab. Und zwar von Konkidong.de. Der hat sich MTV Skateboarding für den Game Boy Color gewünscht. Wenn ihr auch einen Wunsch für diese Serie habt, also irgendein schlechtes Spiel für ein 8- oder 16-Bit-System, dann haut's einfach mal mit in die Kommentare rein. Ich schreibe es alles auf meine Liste und es wird dann meistens irgendwann abgearbeitet. Das entscheide ich immer nach Lust und Laune. Da bin ich ganz willkürlich. Das vorweg. Und wie immer gehe ich hier natürlich blind rein. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich versuche hier in dieser Serie immer so ein bisschen dieses Gefühl nachzubauen oder nachzuempfinden, dass wenn ihr euch in der Schule damals von einem Kumpel ein Spiel geliehen habt, da habt ihr keine Anleitung dazu bekommen etc. und das dann probiert habt. Und das ist dann oft sehr verwirrend ausgefallen. Und ich würde sagen, gucken wir mal rein. Skateboard-Spiele habe ich nicht viel gespielt. Ich glaube, die ersten beiden Tony Hawks habe ich gespielt auf dem PC, als das so angesagt war. Ich würde einfach mal sagen, wir machen hier einfach mal Start Game. Man kann hier anscheinend alles etwas besser anpassen. Oh, Controller Setup. Da sollte ich vielleicht mal reingucken. Okay. Between two control. Ey, okay. Ich hatte gehofft, dass hier das Kontrollschema denn auch steht. Dafür braucht man dann wahrscheinlich das Handbuch. Okay, gut. Dann gehe ich jetzt einfach mal los. Seattle. Mal gucken, wie es geht. Also, aufmachungstechnisch es könnte schlimmer sein, ne? Okay. So. Da mache ich Tricks. Gut. So, mit B gebe ich hier anscheinend Gas. Also, Grafik, gut, könnte natürlich besser sein. Die Steuerung ist sehr seltsam. Irgendwie habe ich da nicht so ein sehr flüssiges Gefühl. Okay. Zack. Ich drücke jetzt einfach mal Wildknöpfe, um hier irgendwelche Sachen auszulösen. Ey, das ist verdammt schwer, diese Rampen zu treffen, weil die Steuerung so komisch ist. Wie gesagt, ich stelle mich natürlich jetzt blöd an. Okay. Okay, also diese Symbole kann ich nicht einfach nur einsammeln. Ich muss da einen Knopf drücken. Gut. Ich habe auch schon, ich nutze ja immer die Seite Game FAQ, um mal so einen Ersteindruck zu bekommen, wie die Bewertungen sind. Da war das jetzt eher so nicht ganz Mist, aber unterdurchschnittlich. Wieso fährt er da jetzt nicht hoch? Okay, ich bin natürlich an der Kante, aber da könnte er doch sagen so, jo, Panda, passt schon. Hm. Okay, jetzt fahre ich hier im Handstand rum. Unendlich anscheinend. Okay. Ach, und die Zeit läuft ab. Ich musste wahrscheinlich so und so viele Punkte machen. Oh. Ich sollte 700 Punkte machen. Ich hatte irgendwas mit 90. Wie mache ich hier denn Punkte? Also irgendwie die Ansicht ist klar, wie willst du das anders machen auf dem System, aber irgendwie. Wie mache ich den Punkt? Ich mache doch Tricks. Also hier braucht man auf jeden Fall, glaube ich, größere Einarbeitung. Ich würde es noch nicht so komplett verreißen, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt mit, was Skateboard-Spiele angeht, auch nicht so wirklich der King. Aber diese Rampen hochzukommen, also das ist ihr mögt euch jetzt vielleicht denken, hey, es kann doch nicht so schwer sein. Aber hier mit der Ansicht und den Wendekreisen hier und dass die Rampen schon relativ eng sind, ist das gar nicht so einfach. Wieso kriege ich hier keine Punkte?
Kriege ich echt nur Punkte fürs Einsammeln mit dieser MTV-Zeichen? Tatsache. Okay. Das heißt, diese Tricks, die ich hier mache, die sind komplett für den Arsch. Also ich muss irgendwie nur versuchen, diese Rampen, was das Nervigste ist, hochzufahren, um dann über dieses Symbol zu fahren. Aber das reicht nicht. Ich muss noch zusätzlich einen Knopf drücken. Okay. Warum? Warum kann ich da nicht einfach so drüber fahren? Also hier in den Flow reinzukommen, das ist echt nicht... Oh, also... Auf diese blöden Rampen. Also, wenn ihr das Spiel kennt, könnt ihr gerne mal in das Kommentarfeld schreiben, ob ich mich jetzt einfach viel zu blöd anstelle mit dem Rampen hier. Oder ob ihr das Problem auch hattet. Oh. So, also, ich nehme jetzt Anlauf. Gut, Sound ist natürlich sehr eingeschränkt. Ich könnte mal irgendwie coole Hintergrunddüdel. Ich habe doch jetzt den Knopf. So. Ich bin doch über das Symbol drüber gefahren, oder nicht? Hä? Ich versuche jetzt einfach mal die Rampen so hoch zu springen. Ich wundere mich gerade echt selber. Ich weiß, ich stelle mich sehr blöd an. Nee. Also, es macht keinen Spaß. Die Rampen, das mit den Bewegungskreisen, mit den Radius, den man da braucht, um zu wenden und so weiter. Ich weiß, es ist realistisch, aber diese Rampen, die sind viel zu schmal. Das macht keinen Spaß. Und diese Erkennung, ob man dieses Symbol jetzt einsammeln könnte oder nicht, das scheint jetzt auch nicht so immer das Wahre zu sein irgendwie. Wie gesagt, es kann sein, dass ich mich doof anstelle, aber und dass es ein Handbuch vielleicht einen weiterbringen würde, aber ach nee, also das hätte man wirklich spaßiger und fluffiger umsetzen können, definitiv. Zum Beispiel, dass man für die Tricks jetzt auch Punkte bekommen würde oder dass es Ziel ist, möglichst viele Tricks an verschiedenen Gerätschaften zu machen, so wie ich es von Tony Hawk kenne. Aber das macht keinen Sinn. Das ist steif und ja. Also ich sag mal unter Vorbehalt, Finger weg. Danke für den Wunsch und wie gesagt, falls ihr auch einen habt, ab in die Kommentare damit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Tschüss.